Mein Name ist Roman, Roman Hefti. Ich komme von Grüsch, das ist gerade ein Dorf weiter. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Also nächstes Jahr arbeite ich 20 Jahre bei der GF. Meine Aufgabe ist, Formen rüsten, Formen vorbereiten für die Spritzerei. Wenn sie fertig sind mit Spritzen, die Aufträge fertig sind, kommen die Formen retour. Und dann werden wir die Formen wieder auseinandernehmen und zerlegen, reinigen, kontrollieren auf Beschädigungen. Ich bin sehr präzise. Ich arbeite sehr präzise, auch durch mein Hobby, das ich zeichne. Wenn es nicht passt, dann verrupfe ich es, dann fällt es mir nicht. Ich kann 7-8 Mal anfangen. Und das ist hier eigentlich in der GF genau dasselbe. Ich liebe Genauigkeit und das muss so sein. Das Vollmaschinelle, das funktioniert beim Formenrüsten nicht. Da muss man Hand anlegen, einfetten und das kann man gerne nicht maschinell machen. Man kann mit Maschinen einen Haufen ersetzen, einen Haufen schwierige Teile oder schwierige Sachen ersetzen. In dem Sinn, zum Sachen reinlüpfen, haben wir die Kräne. Aber schlussendlich muss der Mensch im Hintergrund sein. In der Spritzgussform geht es um Tausendstel, wo genau sein muss. Und wenn irgendwo ein kleines Hickli drin ist oder irgendwo ein Kratz, schlussendlich sieht man das im Spritzteil. Und für das sind wir da. Wir müssen das Ganze genau anschauen. Wir haben mittlerweile über 500 Spritzgussformen. Also kann man sich vorstellen, wie genau das man sein muss und was alles dahinter steckt.